Hallo zusammen, es ist mal wieder Beta-Zeit. Der Beta-Status ist offen und es gibt die ersten im Forum offiziell da niedergeschriebenen Changes bzw. Beta-Notizen. Und die wollte ich euch mal ganz kurz, ja, zum einen übersetzen, das ist alles eher in Englisch, und zum anderen, ja, kurz bewerten. Nummer 1 ist, es wird einen Goblin-Ballon geben. Der Goblin-Ballon wird in, ja, Missionen, wo man irgendwas suchen muss, Wanted-Missions, also normalerweise ist das sowas wie besiegt 10 Elite-Gegner oder was auch immer. So stelle ich mir das zumindest vor. Da kann man für den Goblin-Ballon bestimmte Teile sammeln und wenn man genug hat, erscheint der über der Basis. Der zweite Punkt, Purchase collected items or recycle them for loot. Also kaufe die gesammelten Items oder recycle die für Loot. Das klingt für mich so, als könnte man in diesen Wanted Missions Items sammeln. Man lootet die. Man bekommt die aber nicht direkt. Das werden wahrscheinlich sehr gute Items sein, vielleicht 3 Sterne Aufstiegsmaterial, viele Rucksäcke, was auch immer. Sachen, die extrem Sinn machen, euch extrem weiterbringen, vielleicht auch Beutetickets, keine Ahnung. Die kann man dann wohl entweder für Juwelen kaufen oder für anderen Loot recyceln, dass man quasi keine Juwelen einsetzen muss. So verstehe ich das. Es kann komplett auch anders sein. Aber das macht für mich aus den Informationen, aus diesen 2 Zeilen, die wir haben, den meisten Sinn. Ja, und verfügbar ist es ab Spielerlevel 10. Das ist ganz nett. Spielerlevel 10 hat man nach 2, 3 Tagen Spielzeit, wenn man dran ist am Anfang. Und ist also für jedermann etwas. Das finde ich relativ gut. Wie das jetzt mit dem Kaufen oder Recyceln, wie das Verhältnis ist, wie viel Juwelen da wie was bringen oder ob es überhaupt mit Juwelen ist, werden wir sehen. Was auch interessant ist, was sie noch dazu geschrieben haben, den Goblin-Ballon werden sie nicht, also der Kauf ist nicht auf den Beta-Servern durchführbar, weil die da keinen Kauf-Support haben, kein Tool, wo man Juwelen ausgeben könnte oder was auch immer. Deswegen gibt es da den Change auf dem Beta-Server nicht wirklich ja, zum vollen Erleben, sage ich jetzt mal so. Genau, dann die Taverne der Legendenbeschwörung verändert sich ein bisschen. Der aktuelle Held des Monats wird available sein, also wird verfügbar sein. Und es werden gefeaturete Helden geedit. Das ist mir schon mal bei der Taverne aufgefallen. Da gab es irgendwie ein, zwei, die da oben im Bild drin waren. Das sah so aus wie gefeaturete Helden. Ich habe ja gerade eben erst ein Video gemacht, warum, beziehungsweise nee, das kommt raus am Samstag, warum ich bei dem Kostüm nicht beschworen habe, weil die Vorgestellten, die Featured Helden, einfach nicht meine waren und ja, die anderen dann nicht wirklich effektiv sind zu beschwören. Ich finde es das gut, dass es Featured Heroes gibt. Dann hat man eine höhere Chance, wenn die das so machen wie beim Kostüm, dass die 1,3% Chance auf einen vorgestellten Helden machen und 2 vorgestellt sind, hat man 0,65% Chance einen zu bekommen. Das ist nicht verkehrt und da kann man ein bisschen besser steuern, ob man da beschwört aktuell oder nicht. Beide Changes finde ich gut, wobei, dass der aktuelle Held des Monats da dabei ist. Ich fand es eigentlich immer relativ cool, dass er nicht dabei ist. Einfach mal aus dem Grund, wenn man den Monat schon hatte und man will ihn nicht nochmal, hat man in dem Moment trotzdem an dieser Stelle beschwören können und nicht wie bei allen anderen eventuell gewartet, wenn man nicht so viel Geld einsetzen will. Deswegen, naja, das mit dem Held des Monats, dass der da rein muss, finde ich jetzt nicht so. Aber das mit den Featured Heroes finde ich super. So, Balance-Changes. Und jetzt wird es halt interessant. Allgemein sagen sie, die Balance ist noch nicht hundertprozentig da. Es gibt immer noch leicht overpowerte Helden. Vela Telluria ist hier Hauptthema. Wobei ich meine, die haben sich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Das ist teilweise, also kommt auf die Situation drauf an, Nerf oder Buff.
offensiv oder defensiv. Also Velas direkter Schaden, also der Initialschaden, der kommt, wird angehoben von 150 auf 170%. Und dann hat sie ja gegen Feuerhelden mehr Schaden gemacht und allen Feuerhelden minus 34% Attack gegeben. Diese minus 34% Attack betrifft jetzt, also gegen Feuerhelden fällt weg, dafür gibt es jetzt diesen Buff gegen alle Helden im Austausch dafür, dass der extra Bonus gegen Feuerhelden entfernt wurde. Ich sag mal so, wenn man Telluria mit einem vollen Feuerteam angreift und Vela daneben steht, ist das angenehmer. Aber im Krieg kann man das eh nicht so oft machen. Das macht man öfter bei Überfällen, dass man da immer wieder dasselbe Team benutzen kann. Ich glaube nicht, dass im Krieg jemand sechs Teams hat mit jeweils drei oder vier Feuerhelden. Von daher, dass alle diesen Attack Down bekommen, ich meine, dass Vela dadurch in der Kriegsdefensive sogar noch stärker dasteht als vorher. In der Überfalldefensive, ja, eigentlich nicht. Weil, ja, warum eigentlich? Also in der Kriegsdefensive finde ich es stärker. Bei der Überfall, man geht eh auf Telluria beim Überfall mit drei, vier Roten drauf in der Regel. Von daher, und die fällt schnell um und dann war das eh immer auf allen Helden der Effekt Down. Aber ich sag mal so, dass man selbst, wenn man jetzt mit drei Grünen und zwei Blauen oder mit drei Grünen und zwei Lilanen ein Telluria-Team angreift und dass dann trotzdem alle den Attack Down bekommen und der Erstschaden ein bisschen höher ist, macht's halt im Krieg meiner Meinung nach sogar noch schwerer gegen eine von Vela flankierte Telluria. Genau, alles andere ist eigentlich nur so ein bisschen Erklärung, warum sie es machen. Wie gesagt, beim Überfall ist es sicherlich ein Nerf, weil da die Feuerhelden, die man einsetzt, nicht mehr Schaden kassieren. Attack Down geht so oder so drauf, aber im Krieg ist es zumindest bei den späteren Teams, wo man nicht mehr mit drei, vier Feuerhelden attackiert wird, ist es eher sogar noch ein Buff. Und ja, Telluria soll halt nur ein Tank sein. Den Initialschaden von ihrer Spez haben sie von 130% auf 115% runtergenommen. Ja, das ist ein kleiner Nerf, aber das ist eh nicht Tellurias Stärke, von daher nur minimal. Und dann wurde von einigen Helden der Spezialschaden angehoben. Bei Scuddy haben sie ihn ordentlich angehoben und das Scaling pro toten Gegner runtergesetzt. Einfach nur aus dem Grund, die wollen es möglich machen, dass Scuddy auch wirklich die Minions zerstören kann, damit das Scaling überhaupt kommt. Ich habe keine Scuddy, ich kann es nicht beurteilen, wie krass, wie viel das bringt oder wie schlecht das vorher war. Baldur war ein bisschen schwach. Auf der Brust haben sie von 110 auf 115% das geboostete Leben hochgesetzt, von 110 auf 150. Nornz macht mehr Schaden, der Hutmacher macht mehr Schaden, Sargasso macht mehr Schaden, Kagan macht mehr Schaden und die meinen einfach, das macht Sinn. Die passen dann andere Helden an. Und der Bonusschaden, der teilweise kommt von der Gazelle, Hänsel, Gretel, Pixie, Gullenbrust, die Anwender, wird jetzt mit einer konkreten Zahl wie bei Schaden über Zeit angezeigt. Also beispielsweise bei Hänsel ist aktuell so, steht nur da, bekommt dann noch einen Schaden und ja, man sieht dann halt, okay, 108 Schaden oder so. Jetzt steht das vorher schon da. Kann man in die Berechnung mit einbringen, finde ich gut. Ist jetzt kein. Ja, vielleicht sogar ein minimaler Buff, wenn man es mitberechnen kann, aber eigentlich kein direkter Schadensbuff, sondern einfach nur eine visuelle Verbesserung. Und ja, steht auch in der letzten Zeile, der angerichtete Schaden von den Helden hat sich nicht verändert, ist nur besser sichtbar gemacht. Genau, dann gibt es noch ein paar andere kleine Changes. Quality of Life-Verbesserungen sagen sie dazu. Anscheinend gibt es eine Verbesserung visuell gesehen, dass man sehen kann, welche Allianz-Member online sind. Vielleicht gibt es einen kleinen grünen und einen kleinen roten Button in der Memberliste. So könnte ich es mir vorstellen. Und man kann Helden suchen,
wenn man im Talentbaum, wenn man in der Talentbaumansicht ist. Mal gucken, wie das aussieht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und dann gibt es kleine Fixes und Veränderungen. Okay, die gefeatureten Helden sieht man jetzt zuerst, wenn man ein Beschwörungsportal betritt. Ja, so soll es auch sein. Stonecleave, wie hieß der? Steinschläger oder was auch immer. Der hat den kleinen Bug, dass er ab und zu nicht in den Geistmodus gegangen ist, wenn er am Ende des Zuges gestorben wäre. Ja, fürs Gameplay macht es sicherlich keinen Unterschied. Nehme ich an, es sei denn, die Boni im Geistmodus waren dann auch weg. Okay, da gab es in der Taverne der Legenden irgendwie einen Fehler, den ich jetzt gerade nicht ganz verstehe. Dann auf dem iPhone 11 gab es einen visuellen Bug mit der Heldenanzeige. Wenn ihr einen Helden euch angeschaut habt, der ist behoben. Die täglichen Herausforderungen für das Elemental, also für Elemental Team-Up. Achso, bisher war es so, dass es Quests gab beim Weg der Tapferkeit, dass man drei Helden von der gleichen Farbe auf der Karte irgendwo einsetzen sollte. Das haben sie geändert zu, sollen sie bei einer Quest machen. Auf der Karte war es wahrscheinlich zu simpel. Und dann gab es in der Allianz-Message Probleme mit Emojis, die dort verwendet wurden. Das wurde gefixt. Und zusätzliche Beta-Informationen. Ja, wie gesagt, der Goblin-Ballon-Shop ist nicht angeschlossen. Glenda wurde verstärkt. Glenda. Und dispelt nun Statusteile von allen Freunden. Okay. Glenda ist noch ein Beta-Held. Haben wir also gebufft, diesen Beta-Held. Und in der Alfheim-Provinz oder in den Alfheim-Provinzen gibt es jetzt minimal veränderte Helden. Nicht Helden, Gegner. Okay, alles in allem. Teluria macht ein bisschen weniger Schaden. Vela wird im Krieg meiner Meinung nach sogar stärker. Das war sicherlich nicht die Intention von SG. Finde ich ein bisschen komisch. Beim Goblin-Ballon bin ich gespannt, wie sehr die Schere zwischen den am Ende kaufbaren oder mit Juwelen, wenn es so ist, erwerbbaren Items und dem, was beim Recyceln rauskommt, auseinandergeht. Es wird interessant, aber ich finde die Idee relativ cool, dass man vorher sehen kann, was man bekommt und das dann im Zweifel bekommen kann mit ein bisschen zusätzlichen Einsatz, auch wenn es eventuell einfach nur wieder Geldschneiderei ist. Featured Heroes bei Taverne der Legenden, super, finde ich geil. Und dass einige Helden jetzt einfach mehr Bums haben, jo, ist okay. Das war's. Der kurze Einblick ging dann doch 13 Minuten. Ich hoffe, ihr fandet das informativ und lasst ein Like da und winkt mir die Glocke, wenn es euch gefällt. Haut rein, bis dann. Tschüss.